Hallo, und nach dem etwas fragwürdigen Speedbild sind wir hier zum Review vom Lego Speed Champion 75895, den 1974er Porsche 911 Turbo 3.0 in Weiß. Ja. Drive-in Forza Horizon 4. Das habe ich jetzt auch noch. Gut, ist neu auf der Verpackung. Verpackung selber. Schön, kann man überhaupt nichts sagen, haben sie gut hingekriegt. Ansonsten viele meckern ja, dass sie jetzt plötzlich den Einzel nochmal rausbringen. Ich finde es schön. Ich hoffe, sie machen das öfters, weil oftmals ist es so, dass in dem Doppelpack, ja, diesmal war der Doppelpack der Porsche hier in grün und der Porsche RSR, immer ein Auto dabei ist, was ich nicht will. Und wenn ich sie dann hinterher in Einzeln kriege, ohne die 39,99 zu zahlen für zwei Stück mit einem Haufen Gelumps, was ich nicht brauche, bin ich sehr, sehr glücklich. Also Verpackung ist schön, leider. Ihr seht es hier, eingedrückt ohne Ende. Ich bestelle sowas nie wieder bei Amazon. Amazon ist echt nervig. Gestern kam noch Lego Ninjago Docks. Also der Hafen, und der war super eingepackt. Der war in einem riesen Karton, Luftpolster, Folie drumherum und alles mögliche. Also der war genial eingepackt. Der hier war mies eingepackt. Da hinten sehen wir das Autole. Hier noch die Rückseite. Ich hole ihn mir nochmal. Einmal für die Sammlung. So, da ist er. Holen wir das Ganze mal ein bisschen näher. Und ich muss sagen, in Weiß ist er auch sehr, sehr schick. Grün-Weiß ist nicht meine Lieblingsfarbe, deswegen war ich jetzt echt froh, dass sie den nochmal in Weiß rausgebracht haben. Ich finde, da kommt er besser rüber. Ich kenne ihn auch, mein Onkel hatte den in Weiß. Insofern habe ich gute Erinnerungen an dieses Auto. Es war der erste Porsche, in dem ich mitgefahren bin, im zarten Alter von 6 Jahren oder so ähnlich. Also ich bin Jahrgang 72. Ich weiß, alter Sack. Ah, da rollt er langsam davon. Also durch diesen brutalen Spoiler ist der 1974 911er Turbo schon sehr, sehr bekannt. Was ich schön finde, nicht viel Gelumps dabei. Ne? 3 Pylonen, zack, weg mit. Wunderbar. Ja, schauen wir uns doch mal die Minifigur an. Die ist nämlich echt gelungen. Ja. Ich hoffe, man sieht es einigermaßen im Licht. Die ist schön. Schönes Porsche T-Shirt und da seine Jacke. Nichts Besonderes, aber schön. Und es gibt natürlich den obligatorischen Helm dazu. Gut, den brauchen wir nicht. Ich muss sagen, ich habe die Aufkleber ein bisschen verhunzt. Ich weiß nicht warum. Ich habe gestern geschwitzt wie ein Schwein. Und hatte vorher anstrengende Arbeit gemacht. Mir haben die Arme noch ein bisschen gezittert. Ich habe die nicht gescheit aufgebracht. Deswegen und wegen der Verpackung kaufe ich ihn mir nochmal.
Ansonsten vollkommen baugleich, keine Überraschungen. Ich finde, von der Bautechnik her ist er sehr interessant und schön zu bauen. War der Grüne ja auch schon. Hier nochmal ein kurzer Blick aufs Dach. Seht hier an der Kante, muss ich den Aufkleber nochmal aufbringen, da unten. Also das hat er echt verhunzt, der Kerle. Es sind aber ja Gott sei Dank nicht viele. Ne? Hier vorne nochmal und da oben drauf, seht ihr, die sind auch nicht ganz gerade. Also Aufkleber hat er echt verhunzt, der Bu. Aber macht nichts. Er kriegt ihn ja nochmal. Ein ikonisches Modell in einer schönen Farbe. Wie gesagt, ich hoffe, Lego macht es öfters jetzt. Oder warum bieten sie die Dinger nicht gleich nur einzeln an? Lasst diese scheiß Doppelpacks, Lego. Tut mir leid für das Wort, aber lasst diese Doppelpacks. Da ist so viel Gerümpel dabei, was keiner braucht. Dann bietet extra Race-Utensilien an. Macht die Autos alle einzeln und bietet, was weiß ich, eine Boxengasse oder irgend sowas einzeln an für die Kinder, die das haben möchten. Aber die Speed Champions werden halt auch echt von vielen Erwachsenen gekauft und gesammelt. Und was ich schon Boxengassengerempel und allen möglichen Müll dabei habe, das geht auf keine Kuhhaut mehr. Also lasst es bitte. Bringt sie alle einfach einzeln raus. Ich denke, ihr macht uns allen Gefallen damit. Im Interview zu dem Speed Champion war das fadenscheinige oder war die fadenscheinige Ausrede vom Designer. Ja, man hat mir immer zwei Modelle, ein altes und ein neues, für den Vater und für den Sohn. Was? Total bescheuert. Das lasse ich nicht zählen. Also, auch beim Camaro, ne, mit dem alten und dem neuen, nee, lass das. Und mach den Pin doch weiß. Ich weiß, es ist extra Arbeit, den zu gießen. In weiß. Aber ich schätze jetzt mal, was weiß ich, bei 50, 60, 70.000 verkauften Porsche Weiß weltweit hätte man doch den Pin weiß machen können. So steht er raus. Das ist nervig. Ansonsten habe ich an dem Modell nichts auszusetzen. Er gefällt mir tierisch gut. Wir haben nicht wie sonst üblich zwei Paar Felgen dazu. Zwei verschiedene. Hier gibt es gar keine. So muss man ihn aufstellen, wie er ist. Ich denke, ihr habt genug gesehen. Machen wir nochmal kurz auf, um von innen zu zeigen. Das Interieur. Ja, gibt es nicht viel zu sehen. Hier hinten das Beige ist nett. Ist auch einer der wenigen Speed Champions, der nicht auf einer oder der nicht aus so einer Speed Champion Grundplatte gebaut wird. Ihr habt es im Speedbild gesehen. Ne? Okay. Viel mehr gibt es nicht zu sagen. Entweder er gefällt euch oder er gefällt euch nicht. Ich wollte ihn euch zeigen. Nochmal die schöne Minifigur. Da er jetzt schon bei Amazon und überall erhältlich ist, wartet einfach, bis er 12,99 € kostet und holt ihn euch. Auch wenn ihr den grünen schon habt. Das lohnt sich. Gut. Kurzes Video. Zum Porsche 911 1974 Turbo 3.0. Ich bin der Frank von den Brick Freaks. Habt eine schöne Zeit. Bis wir uns wiedersehen. Bye bye.